Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich in Far Cry 6. Heute mit einem Guide zu Bandido einsetzen. Diese schaltet ihr frei, wenn ihr in den Guerilla-Camp seid. Und hier gibt es ein paar Sachen, die man erklären müsste oder die ich euch erklären werde. Es ist so, das sind im Grunde virtuelle Kämpfe. Hier habt ihr eine Vorbereitungszeit und wenn die Vorbereitungszeit beendet ist, dann könnt ihr kämpfen. Das sehen wir uns aber gleich an. Als allererstes müssen wir natürlich sehen, was haben wir. Wir haben und zwar diese Kommandantes. Und hier habe ich noch nicht sehr viele. Ich habe erst einen und zwar das ist der Benito. Und hier muss man auf die Fähigkeiten aufpassen. Er hat die Expertenfähigkeit, die hat plus 50% Erfolgschance beim Bauen und hat minus 50% bei Metallbedarf. Die weiteren Kommandantes, die schaltet man im Zuge der Geschichte frei. Es steht hier immer wunderbar dabei, zum Beispiel hier. Schließe die jaranische Geschichte frevelhafter Diebstahl bei Segunda ab. Also hier seht ihr dann, wann bekomme ich eigentlich die nächsten. Also das Spiel erklärt uns eigentlich auch, wo bekomme ich die anderen her. Jetzt ist so, wir haben gesagt, er ist Experte. Ich habe also hier plus 50% Erfolgschance beim Bauen und habe hier 4 Aufgaben. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Ich habe schon 4 oder 5 gespielt. Es verlängert sich dann immer die Zeit. Es gibt hier verschiedene Belohnungen, wie man sieht. Und wenn man hier hineinklickt auf Trupp zuweisen, dann sieht man, der nützliche Kommandante-Fähigkeit wäre zum Beispiel tückisch für diesen Auftrag. Als Belohnung würde man 1000 jarische Pesos bekommen. Des Weiteren, wir schauen mal hier nach. Hier ist zum Beispiel Experte. Nützliche Kommandantenfähigkeit, Experte. Und er sieht man, er hat hier diese Schaufel, also ist Experte. Das heißt, ich werde den spielen. Des Weiteren, was man noch benötigt, und zwar sind Rekruten. Ich habe mittlerweile 26. Wo bekommt man die her? Bei Lager, beziehungsweise bei diesen Feldern, Tabakofeldern. Hier findet ihr immer Jarana. Und wenn ihr die befreit, dann schließen sie sich an als Rekruten. Deswegen befreit immer diese Leute, denn ihr rekrutiert sie und könnt ihr dann verwenden. Ja, also immer überall hingehen, lasst die eben dann weglaufen ganz normal. Ihr seht, wenn ihr sie hinzufügt, dann seht ihr eine Meldung, dann habt ihr die eben dazu bekommen. Denn die können auch drauf gehen. Ja, also bei diesen Einsätzen können die dann auch sterben. Hier ist es jetzt so, ich werde den annehmen. Habe jetzt eine Vorbereitungszeit von 4 Stunden. Das heißt, in 4 Stunden kann ich den dann weitermachen. Wer den also jetzt anwählen, den Benito. Wir sind senden. Ja, und jetzt warten wir dann eben, bis diese 4 Stunden abgelaufen sind. Und dann schauen wir uns natürlich an, wie funktioniert dieser Einsatz. So, also die 4 Stunden sind jetzt rum und man sieht, ich kann jetzt das Ding starten. Man erwartet unsere Befehle. Wir bekommen hier ein Auswahlfenster, wo wir schon eine Info bekommen. Wir haben Schritt 1, dann gibt es Schritt 2 und Schritt 3. Also dreimal muss man diese Mission leiten. Hier haben wir jetzt 3 Optionen. Wir können Angst dem Fischervolk heißt es. Dann ist es hier FND Panik und dann die gedruckte Legende. Das wird jeweils gespielt. Hier steht auch drinnen, was sie machen. Also immer darunter ist die Beschreibung, was eure ganzen Comrades machen. Darunter die Kosten. Hier kostet es zum Beispiel 20 Benzin. Hier, wenn man verliert, bis zu 4 von euren Rekruten. Hier kostet es 390 von euren Pesos. Und ganz unten steht die Erfolgsrate und was ihr als Belohnung bekommt. Hier muss man dann immer schauen, es steht 65% Erfolg dabei. Das heißt aber natürlich auch, es kann 35 schief gehen. Hier sind es 80% Erfolg. Dafür bekommt man hier diese robuste Plastik, wenn es klappt. Hier dann noch 10% mehr Erfolg auf den nächsten Schritt. Ich habe aber schon 85% Erfolg. Es kostet zwar 390, aber wenn ich es komplett abschließen will, dann werde ich in meinem Fall jetzt, ich bin jetzt nicht risikoreich unterwegs, für diesen Guide werde ich natürlich diese Option nehmen. Bekomme den Bericht, es wurde abgeschlossen. Ich bekomme jetzt die plus 10% und ich habe keine Verluste. Hier würde auch dabei stehen, wenn ich Verluste habe. Wir kommen jetzt zum Schritt Nummer 2. Rahmenbedingungen heißt das Teil. Hier wieder die 3 Möglichkeiten, was sie machen. Und unten jetzt wieder der Erfolg. Man sieht also, hier habe ich zum Beispiel schon 100% Erfolg. Ich brauche die 10 extra nicht mehr wirklich, weil 110% macht keinen Sinn. Hier habe ich zwar bei Niederlage bis zu 6 von diesen Rekruten, aber ich werde trotzdem das nehmen, weil ich brauche diese robusten Dichtungen und es sind doch 23, die ich bekommen kann. Werde also hier letztes Mal starten. Man sieht auch hier, wenn man drüber zieht, die Erfolgschance, woher sie kommt. Der ist leider fehlgeschlagen. Ja, man sieht also, ich habe jetzt einen Malus fürs nächste, habe 3 verloren, zwar 19 als Belohnung bekommen, aber ist trotzdem nicht so nice. Habe jetzt den letzten Schritt,
Und hier muss ich jetzt echt aufpassen, man sieht, die 95 Erfolg sind weg, weil ich habe nicht mehr so viele Rekruten. Ah, der war nicht so clever, Charles. 7 habe ich noch. Das heißt, dass ich werde jetzt den nehmen, den letzten Ausweg. Und mit 40% macht es echt keinen Sinn, 65 ist okay. Und hier habe ich Glück. Ja, es hat funktioniert, habe also jetzt 11 Belohnung bekommen, dafür nochmal diese Dichtungen. Ja. Und so könnt ihr diese Bandido-Einsätze spielen. Es ist halt RNG, natürlich, wie man sieht. Hier ist die Zusammenfassung. Das erste hat geklappt, das zweite nicht. Das dritte war in Ordnung. Kriegt trotzdem meine Belohnungen. Und das passt. Kann jetzt also wieder einen neuen starten. Wie man sieht, hier bekomme ich zum Beispiel eine Waffe dann als Belohnung. Bräuchte zwar einen Schützen. Hab zwar keinen, aber ich werde es trotzdem mal zuweisen. Muss jetzt eben wieder meine 2 Stunden warten, aber jetzt sehe ich, dass ich diese robusten Plastikdichtungen und so weiter dazu bekommen habe und noch 7 von den Rekruten. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 14. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen und werde in der freien Welt wieder ein paar dieser Rekruten sammeln. Ja, also ich werde wieder ein paar befreien. Somit, ich hoffe, dieses Video hat gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo freuen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.